Rotkäppchen. Hallo. Die blauen Punkte helfen dir, Dinge zu finden, die du suchst. Es war einmal ein kleines Mädchen, das war lieb und hilfsbereit und wurde Rotkäppchen genannt. Es lebte mit seiner Mutter in einem Haus am Waldesrand. Schön, dich kennenzulernen. Eines Morgens bat die Mutter Rotkäppchen um einen Gefallen. Rotkäppchen, deine Großmutter ist krank. Bringst du ihr bitte diesen Korb mit ein paar Leckereien zu essen? Dann wollen wir mal ein paar Köstlichkeiten für Oma in den Korb legen. Das sieht lecker aus. Was für ein schöner Korb mit Leckereien. Hilfst du Rotkäppchen, den Korb zu füllen? Trauben sind immer lecker. Sobald der Korb gepackt war, brach Rotkäppchen auf. Seine Mutter gab ihr noch eine Warnung mit auf den Weg. Geh nicht vom Weg ab und hüte dich vor dem großen bösen Wolf. Rotkäppchen lief und lief. Jetzt werde ich aber langsam müde. Sie war noch nicht weit gegangen, da tauchte der große böse Wolf schon auf. Hallo Kleine, wo willst du denn hin? Ich bringe meiner Großmutter diesen Korb mit Leckereien. Ich muss in diese Richtung. Sie müssen der große böse Wolf sein. Man sieht sich. Rotkäppchen ging weiter und kam plötzlich an eine Weggabelung. Soll ich zu den Blumen oder zu den Federn gehen? Schon unterwegs. Sie war noch nicht weit gegangen, als sie einen hübschen Vogel am Himmel entdeckte. Der Vogel verliert ja Federn. Danke für deine Hilfe. Hups, da habe ich schon wieder eine verloren. Du kannst meine Federn gerne haben. Vielleicht noch ein paar mehr? Ich denke, das reicht jetzt. Na gut, die eine noch. Mit den Federn im Korb ging Rotkäppchen weiter. Wisch mit dem Finger über mich, damit ich schneller laufe. Jetzt werde ich aber langsam müde. Bald kam Rotkäppchen an die nächste Weggabelung. Soll ich den Weg zu den Disteln oder den Weg zu den Pusteblumen nehmen? Das ist ein schöner Weg. Kurz darauf begegnete Rotkäppchen einem traurigen Elch. Kannst du mir helfen, die Disteln aus meinem Fell zu zupfen? Natürlich helfe ich dir. Jetzt geht's mir schon viel besser. Oh, armer Elch. Ich lege sie mal in meinen Korb. Rotkäppchen ist sehr hilfsbereit. Danke, Rotkäppchen. Oh, armer Elch.